Ja, dann herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz im Anschluss an die Zweitligapartie des 27. Spieltags zwischen dem HC Rhein-Vikings und dem VfL Eintracht Hagen. Vor 1009 Zuschauern hier im Castello Düsseldorf hat es am Ende 25-26 und zur Halbzeit 12-13 aus Sicht der Gastgeber gestanden. Zu meiner Rechten darf ich Gästetrainer Nils Pfannenschmidt begrüßen, dem ich auch erstmal gratulieren, zum Auswärtssieg gratulieren möchte. Zu meiner Linken Vikings-Trainer Kevin Klatt und links außen Geschäftsführer René Witte. Wir möchten natürlich zu Beginn zunächst dich, Nils, zu Wort kommen lassen. Wie fällt denn dein Fazit zum heutigen Derby aus? So, als erstes zählen natürlich mal die zwei Punkte. Wir sind erstmal glücklich, dass wir hier gewonnen haben. Ich glaube, war ein verdienter Sieg. Aufgrund der zweiten Halbzeit sehr kontrolliert gespielt. Erste Halbzeit war ich so mit den Anfängen nicht ganz zufrieden. Da haben wir uns selber ein bisschen schwer gemacht. Wir haben so gerade im Gegenschuss etwas zu früh abgeschlossen und haben so 3-4 Bälle zu früh hergegeben. Gehen dann aber trotzdem mit einer Führung in die Pause und hatten dann gerade in der Phase 31., ich glaube so bis 50. Minute, eine wirklich herausragende Abwehr, sehr kontrollierten Angriff, eigentlich auf alles eine Antwort gehabt. Was mich ärgert, ist denn diese Phase bis zum Ende, wo es nochmal knapp war und wir dann mit einem Dreher von Messi auf 27-25 weggehen. Gerade weil wir uns da auch gut vorbereitet hatten. Da waren wir etwas zu nachlässig, etwas hat man nicht diesen geraden Weg zum Tor, wie wir es vorher hatten. Was denn, merkte man denn auch in der Abwehr, so hatten wir ein, zwei Sachen denn auch in der Abwehr, dann, wo wir weniger gemacht haben. Und das war dann so ein Zusammenspiel, wo wir rein Vikings wieder zurückgeholt haben, wo wir sie wieder im Spiel hatten. Und das ärgert mich ein bisschen. Aber es überwiegt natürlich die Freude über diese zwei Punkte, weil die waren für uns ganz wichtig. Und wir freuen uns jetzt heute Abend, dann geht es weiter. Nächste Woche haben wir den nächsten Knaller gegen Elbflorenz. Da bereiten wir uns dann wieder vor und hoffen auf die nächsten Punkte. Danke. Dankeschön, Nils. Kommen wir zu dir, Kevin. Wie fällt denn dein Fazit zum heutigen Spiel aus? Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Zunächst erstmal Glückwunsch an Hagen und an Nils. Ich finde, dass wir wir sind gut ins Spiel reingekommen, bestimmen auch die erste Phase des Spiels, gehen dann ausgeglichen in die Halbzeit, kommen auch eigentlich gut in die zweite Halbzeit rein. 12-13 war der Halbzeitstand. Wir schaffen so in der 36., 37. Minute mit 17-16 in Führung zu gehen, kriegen dann in der 41. Minute eine Zeitstrafe und in der 43. Minute direkt darauf die Zeitstrafe wegen einem Wechselfehler von Niklas Weiß. Das ist die Phase, in der wir dann ein bisschen in den Rückstand geraten. Da haben wir gar kein Tor geworden. Und doch, da macht er von aus 18-19 wird dann 18-23. Und ja, da sind schon ein paar Tore. Aber gut, wir kommen gut zurück. Die Mannschaft kämpft bis zum Ende. Wir kommen mit der 5-1-Abwehr auch noch mal so ein bisschen, sicherlich noch mal so ein bisschen ran. Und ich finde, auch über das ganze Spiel gesehen und auch gerade mit der Endphase hätten wir heute mindestens einen Punkt verdient gehabt. Den haben wir leider nicht. Das ist schade. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich gerade, was unsere Angriffsleistung betrifft, war das ein deutlicher Schritt nach vorne zu den letzten Spielen. Und darauf müssen wir einfach in den nächsten Wochen dann auch aufbauen. Dankeschön, Kevin. Kommen wir nach ganz links außen. René, wie fällt denn dein Fazit heute zum Spiel aus? Ja, auch von mir. Schönen guten Abend, Nils. Glückwunsch zum Sieg. Kevin hat schon vieles gesagt. Grundsätzlich muss man das Spiel ein bisschen unterteilen, was die erste und die zweite Halbzeit anbetrifft. Abstiegskampf, da ist auch ein Wort drin mit Kampf. Ich denke, das haben die Jungs heute 60 Minuten gemacht. Unsere Angriffsleistung, Angriffseffektivität war auch weitaus besser als letzte Woche gegen Dessau. Uns hat der entscheidende Punch gefehlt. Den hat heute Hagen mehr. Aufgrund der zweiten Halbzeit sehe ich das auch so, dass es insgesamt dann verdient ist. Die Jungs kämpfen sich zurück, ohne Frage. Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir uns schnell erholen, das gut analysieren. Bleibe dabei,
Wir müssen alle ruhig bleiben, von Spiel zu Spiel denken. Immer wieder kann ich das nur Woche für Woche betonen. Und nächste Woche ist ein schwerer Auswärtspartie in Hamm. Und dann beginnt für uns die Wochen der Wahrheit. Ich hoffe dann, dass dann auch alle, Miladin, Christian Hosse, dass die dann auch wieder zurück sind, damit wir noch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Und dann hoffe ich auch, dass wir die nötigen Punkte holen, die uns dann zum Klassenerhalt bringen. Dankeschön. Ja, dankeschön. René, Ihre und eure Fragen bitte. Ja, Kevin, du hast gerade gesagt, der Angriff hätte sich deutlich gesteigert gegenüber den letzten Auftritten. Aber war es nicht vielleicht doch ein bisschen wenig von dem Außen und vom Kreis, was heute kam? Rückraum war sicherlich einiges da. Aber ja, finde ich, wenn man jetzt die nackten Zahlen sieht, kann man das so sehen. Aber Thomas Bahn als nicht gelernter Außen macht drei Tore von außen. Felix macht einen von außen. Dennis macht einen von vier. Nils macht ein Tor von außen. Also wir haben schon Chancen für unsere Außenspieler rausgespielt, hätten da sicherlich von der Rechtsaußenposition effektiver sein können. Ansonsten hat man gesehen, dass Hagen sich ganz gut auf unser Kreisläuferspiel vorbereitet hat. Gerade die Achse Weiß-John haben sie gut in den Griff bekommen. Dadurch haben sich aber für uns mehr Räume im Rückraum geboten. Und die hat dann insbesondere immer wieder Alexander Oelze genutzt, da wir dann das auch so gespielt haben, dass wir den Auftakt dort gesucht haben. Pankofer dann noch Platz geschafft hat für Oelze und Oelze in den Schuss kam. Das hat meiner Meinung nach gut funktioniert. Weitere Fragen? Vielleicht noch an den René, weil du gerade sagtest, jetzt ruhig bleiben und von Spiel zu Spiel denken. Fällt das nicht ein bisschen schwer, wenn man sieht, dass jetzt die Abstiegszone vielleicht doch wieder ein Stückchen näher kommt, als man sich das erhofft hat? Naja, ihr habt uns ja schon vor Wochen gefragt, was unsere neuen Ziele sind. Dann habe ich vor Wochen ja das Gleiche gesagt. Die nackten Zahlen sprechen so, dass wir zur Winterpause 5 Punkte Vorsprung hatten zum Abstiegsplatz und jetzt haben wir 4 Punkte Vorsprung. Insofern hat sich das natürlich verstechtert, statistisch mäßig, aber ich denke, wir sind immer noch gut dabei. Die 20 Punkte kann uns auch keiner mehr nehmen, die reichen allerdings nicht zum Klassenerhalt. Und deswegen, Bernd, meine Worte von vor Wochen bewahrheiten sich. Zweite Liga ist Abstiegskampf bis zur letzten Minute. Und da ist es eigentlich utopisch, im Februar oder März als Aufsteiger die Klasse zu halten. Und ich weiß noch, nach 17 Punkten sind wir gefragt worden, was die neuen Ziele sind. Die sind da Klassenhalt gewesen und die bleiben auch Klassenhalt. Ich weiß, also wenn man lange genug in dem Sport drin ist, weiß man, wie so eine Liga läuft. Und insofern muss man einfach konzentriert weitermachen, muss das von Spiel zu Spiel sehen und darf auch nicht so sagen, ach, jetzt kommen die drei, da können wir 6 Punkte machen und so. Nein, jetzt kommt Hamm und danach kommt der nächste Gegner. Dazu kann man noch sagen, zum jetzigen Zeitpunkt hatten wir in der Hinrunde genau einen Punkt mehr. Ja. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall, sonst verbessert mich. Nein, okay. Dann darf ich allen ganz herzlich fürs Kommen danken und unseren Gästen eine gute und sichere Heimfahrt wünschen. Vielen Dank, schönen Abend noch und tschüss.